So Leute, was geht ab? Ich begrüße euch alle zu dieser neuen Folge Fußballmanager 20 mit dem FC Bayern. Wir haben ja die neue Saison begonnen, wir haben eine tolle Vorbereitung gespielt und sind jetzt auf dem Weg zum ersten wichtigen Saisonspiel im Supercup-Finale gegen Borussia Dortmund, wo wir natürlich mit einer jungen Mannschaft reingehen werden, aber auch mit einer breiten Brust. Und ja, ich will mich da nicht als, oder wir wollen uns da nicht als Favoriten hochheben, aber ich glaube schon, dass wir da auf Augenhöhe gegen die Dortmunder antreten werden und auch ein gutes Spiel absolvieren werden. Ob wir dann den Pokal am Ende hochhalten, werden wir sehen. So, Thomas Helmer ist verletzt. Fällt für 2 Wochen aus, Fanclub-Treffen. Sie gewinnen 6 Punkte Beliebtheit. Top. Kebler besonders langsam, okay. Sergio ist nur angeschlagen. Haben wir schon gequatscht hier? Ja, müssen wir machen, ne? Das müssen wir machen. Früchte. So, dann machen wir weiter. Kehrer ist verletzt. Fällt 5 Tage aus. Okay. Bremen hat große Pläne. Werden dem FC Bayern im nächsten Jahr das Leben ordentlich schwer machen. Okay, Quizshow. 50.000. Nichts Besonderes, ne? So. Jetzt steht die Saisoneröffnung an. Und dann geht's gegen den BVB. Vorher noch die Jahreshauptversammlung, wie immer, bevor es losgeht. Wen wollen Sie grundsätzlich unterstützen? Ja, Präsident Uli Hoeneß, ne? Wie wollen Sie Ihre sportlichen Ziele verkaufen? Aggressiv. Wollen Sie in der Präsidentenfrage noch einmal nachlegen? Ja. Ein Fan weist der Bus darauf hin, dass die Mannschaft total überaltert sei. Starke Ablehnung. Meisterschaft. Starke Zustimmung. Zu unerfahren. Ja, abgelehnt. Ja. Sieht ja hier ganz gut aus. Da steht zwar Fanbeliebtheit minus 9. Da steht wieder plus 5. Ja, okay. So, Kehrer ist wieder fit. Angebot für Kimmich abgelehnt. Chelsea will Meier kaufen. 101 Millionen bieten sie für Meier. Aber weit unter Marktwert, ne? Der kostet 136. Den wollen wir auch nicht abgeben. Jedenfalls nicht für 100 Mille. Ablehnen. Medienarbeit zahlt sich aus. Oh, was haben wir denn hier? Gucken. Den kann ich sogar verpflichten. Das machen wir auch. Vorerst für die zweite Mannschaft, der Junge 16. Top-Talent hier, 9 von 10. Mega. Ja, sauber. So. Scouting abgeschlossen, Sergio ist angeschlagen, das hatten wir schon, Saisoneröffnung, 1 Punkt Beliebtheit bei den Fans.
Dann wollen wir noch mal gucken hier. Forderung erhöhen. So. Der möchte auch kommen. Den statten wir mit einem 5-Jahres-Vertrag aus. Und du spielst sicher auch mal in der ersten Mannschaft. Ein bisschen das Gehalt hier anheben und dann geben wir uns noch 2 Jahre Option. Dann ist das top. So, hier müssen wir auch mal was machen, ne? Auf jeden Fall. Unsere Budgets sehen ja eigentlich ganz gut aus. Baukosten haben wir 60 Millionen zur Verfügung. Das ist schon eine ordentliche Summe, ne? So. Dann starten wir auf jeden Fall im Tor mit Manuel Neuer natürlich. Auf der linken Abwehrseite mit Alphonso Davies. In der Innenverteidigung mit Bojanek Mesh und Gehring. Rechts Kimmich. Auf den zentralen Positionen Marquardt und Gebler. Im offensiven Ballack. Links rechts Sané und Haberl. Und vorne eigentlich nicht Thomas Müller, sondern Mecha würde ich gerne hinstellen. Thomas Müller ist schon ein bisschen zu alt. Gefällt mir jetzt auch persönlich nicht mehr so krass. Haberl hat jetzt eine schlechte Fitness, ne? Können wir auch Deisler von Anfang an spielen lassen, aber er hat nur eine 72, ne? Das ist schon. Ne, da lassen wir ihn spielen. Dann passt das schon so. So, nochmal kurz die Nachrichten checken und dann gehen wir rein in das Spiel. Was haben wir hier noch? 16 Jahre alt. Den übernehmen wir auf jeden Fall. Wir übernehmen sowieso alle Spieler immer. Santos haben wir noch einen guten Stürmer dabei hier. So. Da passt alles. Gespräche noch mal kurz führen und dann gehen wir in dieses Top-Spiel hier rein. So, liebe Leute. Im 3D-Modus gegen Borussia Dortmund im Supercup-Finale wollen wir. Jetzt wird das erstmal laden und wir hören uns dann gleich wieder, wenn das Spiel anfängt. So, Freunde, los geht's. Wie schon angesprochen, Gebler, Marquardt, Ballack im Mittelfeld, Sané links, Haberl rechts und vorne jetzt doch mit Thomas Müller als erfahrener Recke da vorne. Dortmund spielt mit einer Viererkette, davor Weigl und Witzel, Brandt im Offensiven, Hazard, Promes rechts und links und vorne im Sturm Volland, der für uns auch mal interessant war. Kevin Volland, der auch das 1-0 schon direkt schießt mit dem ersten Schuss. Das darf ja nicht wahr sein hier. Wir gehen direkt hier in Rückstand. So schnell konnte man gar nicht gucken hier, ne? Witzel.
Abstoß, Neuer. Jetzt Ballack im Ballbesitz. Gebler, Müller. Müller, ah, setzt sich da vorne nicht durch. Ist im Dribbling jetzt auch nicht mehr der Stärkste, ne? Gut aufgepasst. So, Sané holt sich den Ball wieder. Bleibt dann aber hängen. Ah, Ballack verletzt. Ballack verletzt. Den müssen wir auswechseln. So eine Scheiße. Und jetzt haben wir eigentlich keinen, der da auf der Position spielen soll. Also ich würde sagen, wir ziehen Müller dahin und wir bringen einen Mecha im Sturmzentrum. So, jetzt mal Sané. Ja, war nix. Davis, gut aufgepasst. So, jetzt Marquardt. Mecha das erste Mal am Ball. Sané wollte flanken, aber da war nichts. So, jetzt Hazard auf der rechten Seite. Volland. Diesmal aber übers Tor. Glücklicherweise. Gebler. Haberl mit der Flanke. Kommt nicht an. Jetzt aber ein Micha. Schussversuch. Aber Bürki ist auf dem Posten. Schulz. Kimmich erobert den Ball. Ja, da kommt er nicht mehr ran. Der Pass von Müller war doch ein bisschen zu weit. Aber Müller, Abseitsposition. Neuer kommt raus. Jetzt wieder Haber über rechts, aber schlechter Pass. Sané wird gefoult, kriegt auch den Freistoß und führt ihn selbst aus. Ah, Schussversuch durch Daniel Gebler. Schulz. Gute Balleroberung. Ball aber wieder verloren. So, jetzt Hazard über rechts. Und da ist wieder Volland, aber Neuer diesmal aufgepasst. Sané wird wieder gefoult. Freistoß. Und Bürki hat den Ball. Aber wieder Sané am Ballbesitz. Mecha. Kann sich da wieder nicht durchsetzen. Also das ist die Durchschlagskraft, die fehlt uns hier gerade noch so ein bisschen, muss ich sagen. Dortmund auf jeden Fall die klar bessere Mannschaft. Wir haben mehr Ballbesitz, glaube ich. Aber Dortmund kommt auch mal zu Abschlüssen. Jetzt vielleicht mal Haberl über rechts. Schöne Flanke, Mecha. Ah. Leider kein Tor. Halbzeitpause steht 1:0 für den BVB. Hoffen wir, dass wir hier noch den Ausgleich erzielen. Volland ganz frei, aber der Schuss war nicht gut geschossen. Marquardt. Sané. Sané. Müller. Ja, im 1:1 natürlich nicht mehr der er vor ein paar Jahren war. Er war immer noch nicht, also noch nicht immer der Dribbelkünstler, sag ich jetzt mal, aber mit 33 ist es dann schon nicht mehr so wie mit 25 oder so, ne? So, und Sané. Davis. Kann sich da auch gegen Hendricks nicht durchsetzen auf der linken Seite. Jetzt wieder Volland, aber Verteidiger gut aufgepasst. Mecha.
Gebler. Ein schöner Pass auf Marquardt. Aber keine gute Flanke. Ungefährlich. Nochmal Marquardt. Jetzt Sané. Und jetzt wieder Dortmund. Promise wird gefoult. Und da wäre fast das 2-0 gefallen. Aber die Latte hat noch gerettet. Sané. Jetzt mal die Flanke und Mecha ganz frei und schießt noch den Ball irgendwie daneben. Das wäre der Ausgleich gewesen. Aber wir geben nicht auf. Nochmal Freistoß, Sané. Ballert den, haut den einfach rein. Das gibt's gar nicht. Der knallt den Freistoß einfach mal aufs Tor und der Ball ist drin. Und ja, fast 80 Minuten gespielt und wir können doch noch Tore schießen. So, jetzt sind wir die bessere Mannschaft mit Sané, aber keine gute Flanke. Der Ball war einfach zu schlecht gespielt. So Jungs, jetzt gibt nochmal alles. Fehlpass Müller. Jetzt nochmal Volland. Puh, Glück gehabt. Klaus, Meier. Sané und... Ah, Elfmeter und Sané wird ihm selbst schießen und er macht das Ding rein. Und wir führen mit 2:1. Noch 2 Minuten zu spielen. Vielleicht mit ein paar Minuten Nachspielzeit noch. So, jetzt haben wir nochmal auf rechts. Der schnell und flankt und das wieder Sané und er macht das Ding rein. Er macht sein Hattrick. Und wir gewinnen nach 90 Minuten mit 3:1 und holen uns diesen Supercup. Wahnsinn. Da hätte ich nicht mehr dran geglaubt, ehrlich gesagt. Weil wir doch erst nicht so gut in dieses Spiel gefunden haben. Dortmund in der ersten Halbzeit auf jeden Fall die bessere Mannschaft gewesen. Und dennoch können wir uns dann am Ende durchsetzen. Wir haben eine gute zweite Halbzeit gespielt. Da kann man nichts sagen. Wir sind aufgedreht auf jeden Fall. Sané mit 3 Toren hat ein Top-Spiel gemacht. Ja, sauber. So, wir gewinnen den DFL Supercup und somit den ersten Titel in dieser Saison. Können wir auch wirklich so ein bisschen stolz drauf sein, ne? Ich hatte das ja in der letzten Folge auch schon angesprochen, dass wir in unserem Kader quasi auch sehr viele Jugendspieler haben. Sei es Jans, sei es Kloi, Deißler, Kronmüller. Das sind alles junge Spieler, Önschi, Klaus, alles aus der eigenen Jugend. Gebler, Haberl, Marquardt, das sind alles eigene Jugendspieler, ja, die wir hier aufgebaut haben. Und ja, wir sind schon zu einer sehr guten Einheit gewachsen, sage ich jetzt mal. Das hat man in der zweiten Hälfte auf jeden Fall auch gut sehen können. Deswegen bin ich da sehr glücklich, was bis jetzt hier oder was wir bis jetzt hier aufgebaut haben, ne? So geht es auf jeden Fall oder so muss es weitergehen, ne? Ja, Freunde, dann verabschiede ich mich erstmal hier an dieser Stelle mit dem Supercup-Sieg, quasi mit dem Pokalsieg. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann die Bundesliga-Saison beginnen, ja? Erster Gegner ist Frankfurt. Am ersten Spieltag. Und ja, dann schauen wir mal, wie wir die Saison beginnen. Bleibt gesund, wie immer. Ja. Lasst mir gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und abonniert wie immer den Channel, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wir hören uns
in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut.